Alles Gute zum Geburtstag, dem roten Baum. Ja. Über 25.000 Kinder und Jugendliche, viele davon inzwischen selbst erwachsen, selbst Eltern, können allein in Dresden über ihre Zeit in Projekten des roten Baums berichten. Natürlich weiß ich um das, was sich bis in die Gegenwart dazu entwickelt hat. Streetwork, Europäischer Freiwilligendienst, Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendbildung und natürlich nicht zu vergessen der Rote Baum in Berlin. Einer der großen Träger der freien Jugendhilfe in der Hauptstadt. Mit seinen Jugendhäusern, den kulturellen Angeboten, dem internationalen Jugendaustausch und natürlich auch den Ferienlagern. Das heißt also, viele von euch, die heute hier sind, könnten viel mehr und ausführlicher über den Verein und seine Vergangenheit berichten, als sein aktueller Vorsitzender. Und als solcher stehe ich mit großem Respekt vor dem, was sich aus einem wöchentlichen Jugendtreff im Jahre 1993 bis heute entwickelt hat. Wir sind vielseitig schöpferisch tätig, um junge Menschen zu bilden und ihnen Kompetenzen und unsere Werte zu vermitteln. Wir sind uns bewusst, dass jeder Mensch wertvoll ist und die Chance haben muss, sich unabhängig von seiner ethnischen, sozialen und kulturellen Herkunft selbst zu verwirklichen. Deshalb begegnen wir jedem Menschen mit Respekt und Neugier. Wir wollen die Welt erkennen, um das dadurch gewonnene Wissen zum Wohle von Mensch und Natur einzusetzen. Wir prüfen unsere Handlungen und bestimmen unsere Ziele für die Zukunft im Wissen und um die Erfolge und Fehler unserer Vorfahren. Wir wissen, dass diese Gesellschaft vielen Menschen ihre natürlichen und sozialen Lebensgrundlagen entzieht und kämpfen aus diesem Grund aktiv gegen bestehende Ungerechtigkeiten. Wir sind überzeugt davon, dass wir durch unser Handeln die Welt verbessern können. Wir wollen jungen Menschen eine kulturelle, soziale und politische Heimat sein. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend.